wie wir alarmiert worden sind, haben wir schon erfahren, also gehört, dass dort zum Ärger, unser Bauernhaus mit Bärehaltern brennt, und haben wir gleich Alarmstufe 2 ausgelöst. Wie wir dann angekommen sind, ist an und für sich das Wirtschaftsgebäude schon im Vollbrand gestanden. Wir haben sofort den Hausbesitzer gesucht und gefragt, ob noch Personen drinnen sind, beziehungsweise Pferde. Er hat gesagt, das ist alles draußen. Wir haben dann sofort Löschleitern, Zubringleitern gemacht und Löschleitern aufgebaut. Versucht, also die Wohngebäude, was noch nicht brennt hat, also damit die schützen können. Es sind natürlich auch da 40 Heuballen und Strohballen drinnen gelagert gewesen, die haben natürlich enorme Brandbelastung gebracht. Wir waren jetzt auf die Brandursachen ermitteln. Die kommen jetzt in Kürze und nachher werden wir dann das Dachstuhlholz, was noch oben ist, entfernen. Auch die ganzen Heuballen und Schaubrüllen müssen wir noch rausbauen und noch Löscharbeiten machen. Es waren 7 Feuerwehren mit ca. 120 Mann in Einsatz.